Was geht ab, meine Z-Fighter, außer dir? Und heute schauen wir uns das Ultra Instinct Goku bzw. das Realm of Gods Team an, denn Ultra Instinct Goku ist ja der totale Hype im globalen Dokkan Battle. Dementsprechend gibt es auch natürlich heute sein Team Showcase, aber kurz aus vorweg, wir sind im Dokkan Battle in einer Lage, da kann man im Prinzip wirklich mit den Teams machen, was man will. Ich sage immer oft, ihr habt freie Wahl, beziehungsweise nutzt eure Charaktere, die ihr da lieb habt, von der Kategorie. Weil speziell bei den Kategorie-Teams gibt es wirklich so viele gute Charaktere. Ihr könnt wirklich gute Teams bauen. Es gibt zwar natürlich das optimale Team, das werde ich euch auch präsentieren. Aber ich bin immer mehr ein Fan davon, dass ich euch sage, oder ich es persönlich mag, einfach das Team zu benutzen mit den Charakteren, die ich mag. Sofern aber das Team stimmt, das Team muss ja stimmen und das will ich euch quasi immer und immer wieder beibringen bzw. euch nahelegen, achtet darauf, ihr müsst den richtigen Leader nehmen und die Charaktere müssen den Leader Skill entsprechen. Sofern das der Fall ist, ist das Team wirklich schon gut, ja, denn alle Charaktere bekommen den Leader Skill Boost und ihr seid good to go und alles andere, wen ihr das Team nimmt, ist letztlich eure Sache bzw. ich sage immer, mein persönliches Favorite ist da, ich nehme da meine Lieblingscharaktere, auf die Charaktere, auf die ich Lust habe. Aber es gibt natürlich die optimale Schiene, so wie das momentan in der Meta am optimalsten ist. Und das werden wir uns genauer ansehen. Nämlich Team Nummer 1. Team Nummer 1 ist in dem Fall momentan das optimale Realm of Gods Team, was es im globalen Dokkan Battle gibt. Mehr oder weniger, ich komme gleich darauf zurück, mehr drauf zu sprechen. Und zwar, was heißt denn optimal an der Stelle? Optimal heißt, dass in der Meta quasi in der Kategorie, also Realm of Gods Kategorie, die Charaktere, die besten Charaktere der Kategorie gewählt wurden und es immer zwei Main-Rotationen gibt. Eine Rotation, zweite Rotation und zwei Charaktere werden immer rein und raus rotiert. Falls ihr nicht wisst, was mit einer Rotation auf sich hat, ich werde einen Link in die Beschreibung setzen, da gehe ich näher auf die Rotation ein. Aber im Endeffekt ist das immer der dritte Charakter, der rausrotiert wird, also wer ist quasi ein Supporter in den meisten Fällen. Also, sprich, in der Praxis, im Klartext, was ist das? Beziehungsweise, was heißt das? Das Team hier, da sind die besten Charaktere der Realm of Gods Kategorie. Die erste Rotation im optimalen Team ist quasi Ultra Instinct Goku mit Tech Vegito Blue. Die zweite Strength Rose mit LR Rose und Zamasu. Und dementsprechend das unsere Main Rotation, unsere Main 4 Charaktere, Haupt 4 Charaktere. Und die zwei weiteren sind da Rotationscharaktere. Supporte in dem Fall. Daher, natürlich, Whis ist noch nicht awaked. Whis kann man awaken, also bei mir ist er nicht erweckt. Ihr könnt ihn erwecken, wenn ihr ihn erweckt, ist er wirklich ein sehr guter Supporter für das Realm of Gods Team. Der zweite ist in dem Fall Kami, aber Kami hat in den globalen Dokkan Battle noch nicht sein Awakening, im japanischen schon. Aber im japanischen sieht das Ganze nochmal ein bisschen anders aus, weil es da andere Charaktere gibt, die da in das Team gehören, beziehungsweise aktuelle Charaktere. Heißt, Kami gehört eigentlich nicht ganz richtig dazu, aber ich kann euch mal zeigen, was der letzte Stand war vor einem Monat in dem optimalsten Team, Realm of Gods Team. Den Link kann ich auch gerne in die Beschreibung setzen, aber selbst das ist nicht mehr optimal. Nämlich, wir haben wie gesagt die Main-Rotation, Ui Goku Tech Vegito Blue und dann haben wir LR Rose mit Strength Rose und Kami ist eigentlich dabei, laut Jay, also das ist der japanische Stand gewesen von den optimalen Teams. Jedoch Kami hat in Global kein Awakening, also würde ich statt Kami Whis nehmen und dann im Prinzip, beziehungsweise statt Kami Pandel. Pandel. Tut Pandel in euer Team rein, wenn ihr Pandel habt und dann wäre das optimale Team quasi. Pandel habe ich nicht, aber ihr merkt euch bitte, statt Kami könnt ihr Pandel nehmen für das optimale Team, denn Kami hat an der Stelle noch nicht sein Awakening und ich habe Pandel nicht, sonst würde ich sie auch an der Stelle hintun. Aber ich sage immer wieder, ich bin ein Fan davon, quasi meine Lieblingscharaktere zu nehmen in das Team, sofern das Team stimmt. Und so sieht mein Team aus. So sieht mein Team aus. Wie sieht das Team aus? Wir haben Ui Goku, Gatku. Gatku ist wirklich, linkt sich sehr, sehr gut mit Ultra Instinct Goku. Gibt den Ki plus 3, 55% auf den Angriff durch den Link, durch seine Link-Skills. Dann habe ich Strength Rose und LR Rose und Zamasu drin. Und Vegeta Blue mit LR Vegito Blue quasi an der Stelle. Zu der Frage, welchen Rose soll ich nehmen, welchen Vegito Blue soll ich nehmen in das Team? Ihr habt da im Prinzip freie Wahl. Ich könnte hier auch natürlich Tech Vegito Blue nehmen oder physisch Vegito Blue. Ich mache das immer gerne so. Ich passe das an. Wenn ich beispielsweise gegen ein Event spiele, wo ich einen Typenvorteil mit dem physisch Vegito Blue hätte, beispielsweise bei dem Ultra Instinct Goku Event, nehme ich physisch Vegito Blue. Aber zu einer Frage, die ich oft gestellt bekommen habe, welcher Vegito Blue ist besser? Tech Vegito Blue oder LR Vegito Blue? Wenn beide quasi entweder 100% sind oder wenn wir von dem gleichen Standard ausgehen, wenn sie keine Dupes haben, etc., dann tut der Tech Vegito Blue den LR Vegito Blue outdamagen, also er macht mehr Schaden als der LR Vegito Blue. In meinem Fall aber zum Beispiel ist meiner auf 100%, mein Tech Vegito Blue hat keine Dupes, also nehme ich den LR Vegito Blue.
Ihr müsst das quasi dann für euch selbst ausmachen. Wenn ihr, wenn euer, ich sag mal, wenn euer Vegeta Blue 2 Dupes hat, dann kann er potenziell alle Vegeta Blue schon outdamagen, mit einem Dupe eventuell auch schon. Ihr müsst das für euch entscheiden, aber ihr merkt schon, ihr merkt schon. Ihr macht da wirklich nichts falsch. Ihr macht da wirklich nichts falsch. Hauptsache, das Team stimmt an der Stelle. Die Charaktere sind richtig gesetzt, dem Leader-Skill entsprechen. In dem Fall sind alle Charaktere von Realm of Gods oder Int-Charaktere. Leader-Skill von Ultra Instinct Goku. Und dann passt das. Das ist also mal mein Lieblingsteam, so quasi, beziehungsweise, was ist das Lieblingsteam, sondern mein Favorite Realm of Gods Team, was ich gerade benutze. Mit dem Team haben wir Spaß. Das Team werden wir uns gleich ansehen. Ihr könnt natürlich aber auch viel andere weitere Teams spawnen. Beispielsweise ein Realm of Gods Team, was willenslastig ist. Wir haben Fusion Zamasu, Zamasu, L.A. Rose, Goku Black und statt Koken Blue nehmen wir natürlich L.A. Rose noch mit rein. Boom! Und dann könnt ihr das Spiel so, Team so spielen, ja? Ist zwar quasi Realm of Gods Leader Ultra Instinct Goku, aber ihr spielt das auf die Villains-Variante, geht auch. Oder auf die Heroes-Variante. Ihr nehmt eure ganz, eure coolen Heroes, eure besten Heroes, auf die ihr Lust habt. Oder, wie gesagt, Mischmasch geht natürlich auch an der Stelle. Beziehungsweise ihr geht her und nehmt die besten Units von der Kategorie. In dem Fall wären es die Charaktere, die sind bei mir 100%, beziehungsweise L.A. Goku Black ist dann L-Charakter und ich, das sind quasi die besten Charaktere in meiner Kategorie. Zusammenfassend, liebe Leute, zusammenfassend, es gibt, ja, es gibt optimale Teams für jeden, für jede Teams in der Meta, sie werden immer geupdatet. Wir haben gerade gesehen, was das optimale quasi in Global ist. Das wäre statt Kami Pandel, nicht vergessen, statt Kami nehmt ihr Pandel und Whis tut ihr Awaken, nicht so wie bei mir. Aber in Zukunft wird sich das ändern, in Zukunft, in beziehungsweise in JP momentan, ist da Super Saiyan Blue Evolution Vegeta. Ich nehme jetzt mal, wir haben ihn Global natürlich nicht, deswegen nicht mal den Vegeta für Super Saiyan Blue Evolution Vegeta. Und statt Whis kommt dann Topo rein, Topo habe ich an der Stelle auch nicht, weil Topo seinen Awakening bekommt. Und so sieht das aktuelle Team in JP aus, das optimale. Aber wie gesagt, ich habe da mein Favorite Team, ich nehme meine Lieblingscharaktere und ich sage auch immer so, wenn ihr quasi eure, wenn ihr Charaktere habt, die ihr mögt, dann spielt einfach mit ihnen oder passt euer Team entsprechend der Events an. Zum Beispiel, dass ihr da mit den Vegeta Blues oder der Rosé hin und her switcht. Anyways, zu viel geredet über die ganzen Teams, welche Teams dann spielen könnte. Wir wollen jetzt mal mein Team testen. Let's go. Alles klar, und wir sind im Event von Angel Golden Freezer. Ich wollte nicht in das Event von Ultra Instinct Goku rein, weil wir wissen, Ultra Instinct Goku ist zum einen sehr, sehr tanky und zum anderen habe ich ja schon alle Medaillen geholt, die ich brauche. Deswegen sind wir im Event von Asian Golden Freezer und gucken mal, was das Realm of Gods Team hier an der Stelle macht. Wir hatten hier, glaube ich, 420.000 HP. Wirklich geil auf jeden Fall. Also, ja, ihr seht schon, von Ulti bekommen wir so wenig Schaden. Und gut Schaden werden wir auch machen, da bin ich wirklich sicher. Auch wenn wir bei dem Asian Golden Freezer Event sind, das Event ist auch auf jeden Fall, also beziehungsweise Golden Freezer, Asian Golden Freezer auf jeden Fall auch sehr tanky. Weitere Showcases zu Ultra Instinct Goku werden auf jeden Fall noch kommen. Ich weiß nicht, ob wir hier seine Transformation triggern werden. Wahrscheinlich wird das eher, beziehungsweise werde ich einen Super Battle Road Versuch machen mit einem Super Int Units mit Ultra Instinct Goku, weil er hat dann natürlich sehr, sehr viel zu sagen nach seiner Transformation. Das wird dann auch auf jeden Fall auf euch zukommen. Oder Boss Rush, gucken wir mal. Aber Boss Rush dann eher wahrscheinlich in einem Stream, weil Boss Rush sind zwar viele Gegner, aber selbst da ist es nicht, kann es unwahrscheinlich sein, dass er sich transformiert. Weil die Gegner sind ein bisschen älter durch den Events. Wenn ihr quasi Ultra Instinct Goku jetzt sein Transformation triggern wollt, dann ist das beste Event dafür sein eigenes Event. Wir sind jetzt leider nicht da drin, aber dann werden wir hier mal natürlich, bin ich gespannt, ob er quasi sich in so einem normalen Event auch transformiert von Asian Golden Freezer. Gucken wir mal. Die Sache ist die, falls ihr euch fragt, wie dupt man Ultra Instinct Goku, dann könnt ihr entweder auf Level 15 Additional Attack gehen und Level 6 Crit oder Level 15 Crit und Level 6 Additional Attack. Was ihr macht, ist im Endeffekt euch überlassen. Warum kann man zum Beispiel auf Additional Attack gehen? Weil, wenn ihr eine Ulti macht, erhöht ihr seinen Angriff und das stackt die ganze Zeit. Jedes Mal, wenn ihr ultet, erhöht ihr seinen Angriff um 30% und das ist unbegrenzt. Jedes Mal, wenn ihr ultet, wie ich sage, erhöht ihr seinen Angriff ohne Begrenzung gar nicht. Das heißt, das ist das, was man mit stacken meint. Und wenn ihr mit Level 15 Additional Attack ihn gibt, gibt ihm eine 30% Chance, dass er einen zusätzlichen Angriff macht, der dann eine Ulti sein kann. Oder ihr sagt euch, nee, brauche ich nicht und ihr geht direkt dann auf Crit im Prinzip, auf der anderen Schiene. So. Dieser Gartku ist wirklich ein sehr, sehr guter Buddy für Ultra Instinct Goku. Er gibt den Ki plus 3 auf den Angriff 55%. Werdet ihr merken, zum Beispiel jetzt hat Ultra Instinct Goku 228.000 Angriff. Wenn wir ihn so rüber tun, 169.000. Also wirklich, dieser Goku ist wirklich sehr, sehr gut an der Stelle. Ich tue ihn dennoch rausrotieren, nicht das Vegeta da drin. Ja, mein Boy Vegeta. Aber, andere Sache. Ultra Instinct Goku, er ist zwar wirklich sein bester Buddy, der Strength Gartku in dem Realm of Gods Team. Aber theoretisch könnte man Ultra Instinct sein mit Ultra Instinct Goku in eine Rotation bringen. Aber darauf muss man spielen. Was meine ich damit? Das heißt, man hat ja zwei Ultra Instinct Goku sein im Team. Einen bringt ihr dazu, sich zu transformieren. Heißt, er fällt unter 50%. Dann healt ihr euch. Und der reinkommt in das nächste Mal,
verwandelt sich dann nicht, weil wir dann über 50% HP haben. Im Endeffekt müsst ihr darauf spielen, dass ihr einen Ultra Instinct Goku dazu bringt, dass er sich verwandelt und den anderen nicht, sodass ihr dann beide in eine Rotation bringen könnt, weil sie teilen sich dann jeden Link-Skill. Der eine ist Ultra Instinct Saiyan Goku, der andere ist Ultra Instinct Goku und deswegen funktioniert das. Aber darauf muss man halt echt spielen. Ich mache das nicht, ich gehe einfach rein und bomb alles zur Seite, mache irgendwas, die Rotation, weil das Spiel... Das Team ist so geil, ich kann machen, was ich will in diesem Team, ja. Ich kann hin und her switchen, machen, was ich will, weil die Charaktere einfach so, die sind wirklich 1A, also bei allem Respekt, bei allem Respekt. Ki plus 3 für diese Charaktere und 150% auf jeden Attribut. Sehr, sehr geiles Team, sehr, sehr geiles Team. Wirklich ein cooles Team. Wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und falls ihr mehr sehen wollt und nichts verpassen wollt, drückt auf jeden Fall auf den Abo-Button und aktiviert die Abo-Glocke, falls ihr nichts verpassen wollt. An der Stelle bombt auch Ultra Instinct Goku 1,25 Millionen Crit raus. Sehr, sehr nice. Ihr seht schon, das Team ist so gut. Es wird schwer, da unter 50% zu kommen. Und in der anderen Rotation, by the way, mag ich es so zu haben. Genau so, wie es ist. LA Vegito Blue. Weil er gibt sich mit Vegeta Prepared for Battle Warrior Gods und Super Saiyan und Ultra Instinct Goku bzw. der Charakter, der reinkommt, gibt dann noch Fierce Battle für meinen Vegeta. Und deswegen, ja, ja, seid mir nicht böse. Ich bin halt einer, der Ultra Instinct Goku rausrotiert. Ich mache es. Ich finde die anderen Charaktere einfach viel, ich will einfach mit den anderen Charakteren spielen. Ich finde die viel cooler. Hier, Vegito zeigt schon, was er drauf hat. Vegito Vegeta ist meine Rotation demnach LR Rosé und Go, LR, nee, nicht LR, LR Rosé und Strength Rosé ist die andere Rotation bei mir. Ich mag es einfach so, was soll ich sagen? Anyways. Ich hoffe, das Ganze hat euch demnach gefallen. Wie gesagt, es gibt optimale Teams, aber ich bin immer ein Fan davon. Beziehungsweise sind wir in einem Standpunkt in Dokkan wirklich da, dass in jedem Kategorie-Team, wenn ihr da gute Charaktere habt, oder jede Kategorie hat wirklich gute Charaktere, ihr könnt da machen, was ihr wollt mit dem Team. Nehmt eure Charaktere, die ihr mögt, und haut sie in ein Team. Apropos dieser Standpunkt, dementsprechend werden noch viele Showcase-Videos kommen, weil in dem Realm of Gods kann man wirklich sehr, sehr viel tun. Man kann Goku Blue mit Vegeta Blue, die zwei Agility showcasen als Duo, oder den Strength mit dem Agility Goku Blue, den älteren, beide kriegen 100% auf den Angriff. Kalten Blue mit Vegeta Blue ins God Ku in einer Rotation mit Ui Goku. Nur Villains, wie wir das am Anfang gesehen haben, heißt, in der nächsten Zeit werden auf jeden Fall viele Showcases kommen. Freut euch auf jeden Fall darauf. Ich hoffe, ihr hattet demnach Spaß in diesem Video. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Peace.